Vergrößern, verkleinern, Ki Sung-yong, er muss gegen Deutschland passen, Urheberrecht Getty Images. Im Kampf um die letzte Achtelfinalchance muss Südkorea am Mittwoch gegen Deutschland auf Ki Sung-yong verzichten. Der Kapitän ist an der Wade verletzt. Südkorea muss in seinem dritten WM-Gruppenspiel gegen Weltmeister Deutschland auf Kapitän Ki Sung-yong, 29, verzichten. Der Profi von Premier League-Absteiger Swansea City erlitt am Samstag beim 1:2 gegen Mexiko eine Verletzung am linken Wadenmuskel. Wie ein koreanischer Offizieller mitteilte, müsse Ki mindestens 2 Wochen behandelt werden. DATENCENTER, die Tabelle. Trainer Shin Tae-yang war mit Blick auf das Spiel gegen die DFB-Auswahl am Mittwoch in Kasan ab 15.30 Uhr im Live-Ticker schon direkt nach der Niederlage in Rostow am Don skeptisch gewesen. Wir müssen sehen, ob er sich in den wenigen Tagen vollkommen erholen kann, hatte Shin gesagt.